es war so vorgesehen, dass wir jetzt noch eine halbe bis dreiviertel Stunde beieinander bleiben können, um uns über das, was wir gesehen, gehört haben, auszutauschen. Ich sage auch nochmal im Namen von Stefanie Tscheid, der Kandidatin der SPD hier im Wahlkreis für den nächsten Bundestag, Dankeschön an Rolf Münzenich, nicht, dass er gekommen ist. Als einer der prominenten und hochrangigen Vertreter aus Berlin, die wir hier gerne sehen. Susanne Rüdrich sitzt hier mit am Tisch. Es gibt vielleicht eine ganze Reihe von Fragen, von Anmerkungen, was Sie noch loswerden möchten. Ich nehme mir mal die Freiheit, den Journalisten, die hier im Raum sind, das erste Wort oder die erste Frage zu geben, falls die, ich sehe Herrn Görner hier in der ersten Reihe, aber es ist nicht nur für Journalisten gedacht, es ist also für uns alle gedacht, uns auszutauschen, aber vielleicht haben Sie oder andere die eine Frage oder eine Anmerkung. Ich würde mich gerne erstmal zurück. Ja. Rolf, magst dann du? Darf ich vielleicht ein paar Bemerkungen zu machen, also freuen Sie uns, meine Damen und Herren, liebe Susanne, liebe Stefanie, ganz, ganz unlieber Frank, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich verrate nicht hoffentlich zu viel, dass ich mir das gewünscht habe, hier zu sein, und ich fand die Idee wunderschön, aus wahrscheinlich mehreren und unterschiedlichen Erwägungen, dass dies eine nationale Bedeutung hat, nicht nur Käthe Kollwitz insgesamt, sondern auch dieses Haus und, wenn ich so sagen darf, auch die Initiativen, die an sie erinnern sollen. Das möchte ich nochmal ausdrücklich bestätigen. Es war gut, dass ihr mit denjenigen, die für uns, für Kultur, aber auch für andere Fragen zuständig sind im Deutschen Bundestag, darüber wirklich wertschätzend auch nochmal berichtet habt. Dafür bin ich sehr dankbar. Wenn ich gewusst hätte, dass Frau Grütters sich so sperrig zeigt, hätte ich vor einem Jahr, als wir über den Haushalt diskutiert haben, und oft ist es so, dass eine Ministerin den Fraktionsvorsitzenden doch fragt, ob man nicht behilflich sein kann, dann hätte ich auch mal einen Gegenwunsch äußern können, zumindest der Wahrnehmung, vielleicht auch anderer Dinge, weil ich mir schon vorstellen kann, dass sie Planungssicherheit, wenn ich jetzt mal den ganz technokratischen Begriff nehmen darf, auch wünschen. Und ich glaube, der Bundesrepublik Deutschland ist gut zu Gesichte stehen würde, wenn es auch diesem Haus die gebührende Aufmerksamkeit geben würde. Ich bin nie groß in Versprechungen. Ich kann immer nur sagen, ich versuche mein Amt einigermaßen wahrzunehmen. Wir stehen am Ende einer Legislaturperiode. Aber vielleicht geben mir die letzten Tage Hoffnung darauf, dass man nicht ganz abgeschrieben ist. Und wenn man nicht abgeschrieben ist, auch noch was zukünftig tun kann. Deswegen kann ich jetzt hier nur sagen, dann müssen wir auch die Ortsvereine dran erinnern. Und die Kandidatin, die dann im Bundestag ist. Von daher, dass wir alles dafür tun würden. Und ansonsten würde ich auch gerne einfach, wenn Sie das wünschen, mit Ihnen weiterhin in Kontakt bleiben, das eine oder andere zu wissen. Warum habe ich es mir zum anderen gewünscht? Da bin ich jetzt vielleicht dann doch zu lokal, aber der Bezug zu Köln ist nicht ganz uninteressant. Ich habe verstanden, dass Köln mit der Kreissparkasse doch ein sehr rühriger, verlässlicher und durchaus auch finanziell tragfähiger Interessent auch für hier ist, mit dem Käthe-Kollwitz-Museum auch in Köln. Ich glaube auch, dass die Stadt durchaus in der Lage ist, nicht nur diesen Schatz für sich zu wissen, sondern auch dann die Verbindung hierhin. Und das zeigt ja auch nochmal, dass eine deutsche Geschichte auch sehr stark wirken kann über Personen. Und darüber freue ich mich sehr. Und wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich, wenn ich mal wieder Vertreterinnen und Vertreter der Kreissparkasse begegne, auch ein gutes Wort weitergeben. Darüber sagen, ja, ich meine, das ist ja auch beachtlich, dass die von sich auskommen. Ne? Ich meine, die sind ja manchmal auch ein bisschen klamm, aber
das schon. Und wenn ich das Dritte, und das betrifft mich jetzt ganz persönlich, ich glaube schon, Susanne, nicht ganz uninteressiert bisher an einer Friedens- und Außenpolitik gewesen bin, an der ich seit 2002 ganz bewusst im Parlament versucht habe mitzuarbeiten, auch manche Besorgnis bei dem einen oder anderen in der Fraktion geweckt habe, auch wenn ich Fraktionsvorsitzender war, mir das Wort zu nehmen, wenn es um nukleare Abrüstung, wenn es um in Deutschland lagernde Atomwaffen geht, wenn es um die anderen Fragen wie Drohnen etc., Verteidigungshaushalt, aber auch Rüstungsexporte geht. Und ich fühle mich hier erneut wieder mitgenommen, im wahrsten Sinne, wenn man vor den einzelnen Schaffensperioden steht, wie stark leider die Menschheitsgeschichte immer wieder auch durch Kriege geprägt ist. Und das sehen wir ja auch in gerade diesen Stunden erneut wieder. Und von daher spannt sich ja auch der Bogen aus diesem Haus nach draußen. Das ist nicht Geschlossenes, sondern es ermutigt, aber manchmal frustriert es einen auch, dass nicht das, was eigentlich an Realität, an Anklage gewesen ist von ihr in frühen Schaffensperioden, so gut auch geholfen hat, vielleicht den einen oder anderen Fehltritt zu unterlassen. Umso mehr, das betrifft unsere Partei, die eigentlich, glaube ich zumindest, soziale und ökonomische Ungleichheit von den Weberaufständen bis hin dann in die Kriege zwischen den Nationen auch Zusammenhänge gibt. Und wenn das die Schaffenskraft nochmal dokumentiert, dann finde ich das sehr beachtlich. Ich möchte mich sehr bedanken, dass Sie das nicht nur uns heute geführt haben, sondern dass Sie nicht nur das Werk wertschätzen, sondern sich eben auch mit allem persönlichen Überzeugung und Enthusiasmus diesem Werk widmen. Und vielleicht noch manches aus Ihrer Sicht Unentdecktes würde ich Ihnen wünschen, dann doch noch heben könnten. Das wäre sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe. Ja, kein Moment. Ich habe mich auch eben zu Wort gemeldet, weil ich mich zum einen natürlich auch sehr bedanke für dein Interesse, und du hast es auch thematisch ja jetzt schon so auf den Punkt gebracht, uns bewegt das ja auch, dass wir hier einen solchen Schatz auch haben als den letzten authentischen Ort, an dem Käthe Kollwitz noch gelebt hat. Und sozusagen wir haben halt jetzt häufig darum gerungen, dass tatsächlich sozusagen eine Perspektive für das Haus, für die Gedenkstätte herbeizuführen. Eine kleine Stadt wie Moritzburg kann unmöglich allein Gemeinde Lücken füllen, die an anderer Stelle nicht sozusagen gestopft werden. Und du weißt, ich mache bei uns die Kinderpolitik und bin auch aus der politischen Bildung, und das ist vielleicht auch ein Aspekt, der hier noch jetzt gar nicht zur Sprache kam, dass das ja eben auch ein Ort mit den Themen, die du auch gerade angesprochen hast, ist, an dem auch unsere Kinder und Jugendlichen jetzt wirklich auch sehr eindrücklich und erleben können, sozusagen wie auch Kunst sozusagen einem die Augen öffnen kann. Und leider ist das ja immer so ein Bereich, sozusagen, der am ehesten dann ins Wanken gerät. Also so die ganze Museumspädagogik, die Personen, die das auch machen und das Kindern und Jugendlichen nahebringen können, die sich eben nicht von allein erschließen, sondern die dann eine Begleitung brauchen. Das ist was mir sehr am Herzen liegt und was halt auch dort immer sehr prekär ist. Ne? Und deswegen ist sozusagen so ein gutes Fundament für so einen Ort wie der auch sozusagen nicht nur retrospektiv ist, sondern auch guckt, wie kann denn unser Zusammenleben in Zukunft sein. Einfach total wichtig, und wir freuen uns da über alle Unterstützung, die das dann auch aus dem kulturpolitischen Bereich gibt. Aber ich darf noch eine Sache sagen, weil du ja gar nicht von dir sprichst. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass du das politisch über so lange Zeit und auch, glaube ich, mit einer Beständigkeit, die man nicht immer wieder findet,
auch begleitet hast und mit allem Enthusiasmus dich auch dafür eingesetzt hast. Dafür möchte ich mich einfach mal bedanken. Wenigstens mal, dass hier der ein oder andere das im Raum gehört hat, ohne das wäre auch das nicht möglich. Vielen Dank. Es wären viele andere jetzt genauso zu nennen, ja, aber danke. Ja, okay. Vielleicht darf ich an der Stelle Folgendes sagen. Susanne hat jetzt von Kindern gesprochen und davon, dass Jugendlichen eben dieses Werk auch nahegebracht werden soll und kann und muss. Da drüben auf der anderen Seite gibt es ja auch noch diese Grafikwerkstatt, in der auch praktisch gearbeitet werden kann, so. Mit Kindern und Jugendlichen, die dann also die Technik hier auch anwenden können. Das ist ja auch wichtig, haptisch und technisch da auch. Das ist also auch ein Verdienst dieses Hauses. Das ist der Träger davon. Genau. Ja, ja. Und was mich betrifft, ich bin nun erkennbar kein Kind und kein Jugendlicher mehr, jedenfalls äußerlich nicht. Ich bin das erste Mal hierher gekommen in meiner Funktion als kulturpolitischer Sprecher, als der Lockdown voll zuschlug. Und wir plötzlich Einsamkeit als eine Kategorie wieder erlebten. Und es war eher so ein formeller Besuch. Ich dachte, das ist mein Wahlkreis, da komme ich natürlich mal hierher. Und dann kam ich und begriff, ich komme hier in ein Haus, in dem eine Frau in den letzten Monaten ihres Lebens sehr einsam war. Und dieses Haus hat eine Ausstrahlung durch die Botschaft dieser Frau und durch die Kunstwerke, die so zutiefst menschlich ist. Und ich habe den inneren Zusammenhang zwischen äußerem Frieden, den wir brauchen, den hatte sie damals nicht, es war Krieg, und dem inneren Frieden eines Menschen, hier ganz tief empfunden. Ich glaube, wer hier durchgeht, ob er geführt wird, so schön wie Sie das gemacht haben oder auch nicht, der begreift, dass es zutiefst menschlich ist. Ja. Und das ist eine Basis, das ist die ethisch-geistige Grundlage unserer Demokratie, sage ich immer. Ja. Menschlichkeit. Und wenn man die sonst nirgendwo lernt, manchmal scheint sie auch verlernt zu werden. Also hier kann sie vielleicht auch neu gelernt. Aber ich bin heute nicht hier zu predigen, was ich ja nach wie vor kann, aber da war eine Frage und vielleicht stellen Sie sich kurz vor und vielleicht ist es auch gut, vielleicht sammeln wir auch erstmal, falls noch mehr Fragen sind. Und ich war Gründe vom Radebock Anzeiger. Also ich kann erst mal sagen, ich begleite das Haus mit meiner Zeit schon seit 30 Jahren und liegt mir auch immer sehr nahe, was hier in vielen Jahren passiert, aber für mich ist ein grundsätzliches Problem zu sehen, und dieses grundsätzliche Problem haben der Landrat des Landkreises Meißen und die Bürgermeister in einem, wie man so schön sagt, Brandbrief, ich finde es inhaltlich nicht so schlimm, sondern sehr konstruktiv, an unseren Ministerpräsidenten zum Ausdruck gebracht. Und dort stellt sich unter anderem fest, dass das Problem von Ihnen eher dargesehen wird, dass die Bürgermeister, nee, nicht die Bürgermeister, dass die Kommunen, finanziell schlecht ausgestattet sind und deshalb nach Fördermitteln Ausschau halten müssen und damit nicht selber entscheiden können, wo ihre Finanzen hingehen. Und das betrifft aber betrifft auch ganz sehr dieses Haus. Also hier wird es ja richtig konkret, in welchen Problemen wir sind. Ne? Also wir freuen uns, wir sagen danke für die Sparkasse und so weiter, aber muss es das geben? Ja, also für mich ist die Frage, und die würde ich gerne an unsere Abgeordnete stellen, was können Sie als Bundestagsabgeordnete und Vertreterin unserer Region in Berlin dafür tun, dass die Kommunen so finanziell ausgestattet sind, dass sie vor Ort selber entscheiden können, als die am besten wissen, was hier gebraucht wird. Ja, das ist eigentlich die Frage. Dankeschön. Die war auch direkt adressiert. Genau. Also, ich wollte vielleicht sagen, dass ich die Kandidatin bin. Aber wir haben ja zum Glück die amtierende. Ein schöner Wunsch, oder? Abgeordnete da. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt Amtshilfe brauche, Susanne, bei der Beantwortung der Frage, wie, also, ob die Kommunen eben so ausreichend ausgestattet werden könnten oder sollten, um Gebäude wie dieses hier zu finanzieren. Wenn es nicht ein Abwälzen auf die Kommunen ist, weil dann jemand anderes seine Verantwortung nicht mehr nachkommen muss, dann bin ich natürlich sehr dafür. Ich glaube, eine Gemeinde wie Moritzburg wird von der reinen Größe her, egal wie die Kommunen ausgestattet sind, niemals selber in der Lage sein, eine solche Gedenkstätte aus sich heraus zu entwickeln und so weiter. Also ich sehe da schon auch das Land und den Bund weiter mit in der Pflicht und alle privaten Sponsoren, denen sei sehr herzlich gedankt, aber sozusagen man kann sich ja nicht darauf verlassen und die sind nicht in der Pflicht, das immer weiter zu tun, die Kreissparkasse und so weiter. Von daher haben wir da natürlich auch
in unseren Ebenen immer die Verantwortung, das zu tun. Die Frage der Kommunalfinanzen ist da genau ein Teil dessen, den Kommunen die Luft zu verschaffen, dass sie selber die Entscheidungen treffen können. Ich komme jetzt nur aus der... unsere Bürgermeister nicken. Ich komme jetzt die zum Beispiel... Bürgermeister nicken. Kinder- und Jugendpolitik, da sind klassischerweise, werden es immer die sogenannten freiwilligen Aufgaben und dann wird das Tischtuch quasi vom Sportverein zur Feuerwehr zum Jugendclub gezogen und es ist immer zu kurz. Und deswegen ist es natürlich wichtig, zum einen die Einnahmen zu generieren, dass die Kommunen überhaupt ihre eigenen Einnahmen gut generieren können und auf der anderen Seite sie nicht abhängig zu machen, nur von staatlichen, also Landes- oder Bundesförderprogrammen, sondern tatsächlich da mehr mit Pauschalen und mit sozusagen mit der grundsätzlichen Ausstattung zu argumentieren. Die Landesebene hat das hier jetzt zumindest, kann Frank vielleicht nochmal was dazu sagen, sehr vorangetrieben, genau dieses Thema anzupacken, dass die Kommunen, die ja finanziell quasi ein Teil des Landes sind, sozusagen mit mehr Handlungsfähigkeit auszurichten. Ich darf, ohne dass ich mich vordrängen will, ganz kurz auf Ihre Frage noch eingehen. Grundsätzlich, das grundsätzliche Thema, was Sie angesprochen haben, das teile ich genauso, wie Sie das gesagt haben, auch aus demokratietheoretischen Gründen. Ja, Demokratie findet ganz lebendig an der Basis statt. Nicht? Und ein Gemeinderat, der dann auch entsprechend ausgestattet ist und sagt, wir können auch entscheiden, ja? Weil wir Spielräume haben, ja, der entwickelt automatisch auch ein demokratisches Verständnis. Automatisch weiß ich nicht, aber doch, also aus ganz grundsätzlichen Gründen bin ich bei Ihnen. Praktisch wird es dann immer schwieriger, ne? Wie immer. Ich glaube, von der Landesebene haben wir schon zunächst das auch als eine Landesaufgabe hier erkannt. Und wir haben jetzt dafür gesorgt, wir, das ist keineswegs nur die SPD, da haben andere auch mitgemacht, auch die amtierende Ministerin, also die Frau Staatsministerin hat sich dafür eingesetzt, dass das hier auch als eine Landesaufgabe und nicht nur als eine kommunale Aufgabe, das widerspreche ja der Sache, verstanden wird. Wir haben in Sachsen zum Glück noch eine andere Ebene, nämlich den Kulturraum. Und das, wir haben ein Kulturraumgesetz, da gibt es Kulturräume und die werden vom Land ausgestattet. Nicht? Und das darf man an der Stelle vielleicht dann schon mal deutlich sagen, um präzise zu argumentieren. Der Kulturraum, der Vorsitzende des Konventes, der da entscheidet, ist der Landrat. Der Kulturraum darf sehr wohl in seiner Kategorisierung, mit der ja die unterschiedlichsten Institutionen dann auch bedenkt, hier mal die Kategorie nationale Bedeutung einführen. Nicht? Und dann sagen, wir haben hier eine Stätte, das ist noch nicht die größte, die wir haben, wir haben ein Theater und so weiter, aber wir haben hier eine Stätte in Moritzburg im Kulturraum Meißen und Sächsische Schweiz, die hat eine nationale Bedeutung, die verdient deshalb von dieser Kategorisierung her nochmal eine andere Aufmerksamkeit und letztlich auch eine andere finanzielle Ausstattung. Diese Kritik, die zu äußern, habe ich eigentlich keinerlei Hemmung. Ja, das habe ich auch dem Landrat schon gesagt und ich glaube, diesmal es gibt auch eine Sondergeschichte dieses Jahr, glaube ich, wo man das auch akzeptiert hat, aber das soll keine Eintagsfliege bleiben, das wäre dann nämlich daneben, sondern das soll längerfristig so sein. Dafür stehe ich auch ein als Landtagsabgeordneter, das immer wieder anzumachen. Darf ich noch ganz kurz? Oder? Bitte, nee, machen Sie mal und dann kann ich das ja. Also, wir kennen das auch schon lange genug. Ich bin jetzt hier als Beiratsvorsitzender der Stiftung und in dem Zuge habe ich seit vielen Jahren auch darum gekämpft, eine Basis zu schaffen für die Stiftung. Ich bin in dem ganzen Haus seit Anbeginn verwurzelt. Und ich denke, der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben durch die große Öffentlichkeit, dass wir alle möglichen Interessenten in ein Boot holen, ist der richtige Weg, weil das bürgerschaftliche Engagement, der Verein, wer noch Mitglied werden will, wir haben einen ganz tollen Freundeskreis, die durch Kuchenverkäufe und ähnliches Geld sammeln, um zum Beispiel die Museumspädagogik zu stützen. Oder wir haben es jetzt geschafft, dass der Freistaat Sachsen 3 Jahre lang 30.000 Euro pro Jahr gibt. Ich muss dazu sagen, mit dem kleinen Wermutstropfen, da hängt wieder dran, wir müssen erstmal ein Konzept schreiben von den 30.000 Euro. Das ist also nicht für den laufenden Unterhalt, sondern wir beschäftigen uns jetzt mit dem Konzept und dann nächstes Jahr mit der Umsetzung des Konzeptes und übernächstes Jahr mit der Vollendung des Konzeptes. Aber es sind ganz viele zusammen, die jetzt etwas tun. Und die Kreissparkasse Köln hat ganz klar gesagt, das gibt es eigentlich nirgends in Deutschland, dass eine Kreissparkasse über 600 Kilometer in einem völlig anderen Kreisgebiet Geld gibt.
das hat damals der Minister, der Herr Antwerpes unterschrieben, dass das geht. Aber die vielen Puzzleteile zusammen halten diese Stiftung. Ich würde es schwierig finden, wenn wir sagen, es ist nur einer, weil die anderen sich dann zurückziehen. Und wenn es uns weiter gelingt, diese ganz vielen Stellen, und da gebe ich dir recht, im Moment fehlt in dem Puzzle noch eine ganz große Ecke und die heißt Bund. Es gibt das Blaubuch im Bund, also wo Hauptmannmuseum in Hiddensee oder wo auch immer, wo der Bund sagt, wir unterstützen solche bedeutenden Einrichtungen. Das haben wir versucht vor 4 Jahren, da sind wir vor 4 Jahren gescheitert. Nö, ist nicht bedeutend. Wir wollen das mit der neuen Geschäftsführerin jetzt, die auch das vorgestellt hat, wieder versuchen. Also wir wollen ganz viele an dieser Stiftung beteiligen. Und da muss ich auch mal sagen, der Landrat, das war schmerzlich für uns die Entscheidung damals. Ich habe mich da auch gestritten mit unserem Landrat. Aber inzwischen ist es so, dass auch der Kulturraum gesagt hat, ja, Moritzburg ist außerhalb des Kriterienkataloges. Wir wollen kontinuierlich diese 30.000 Euro festschreiben. Und wenn es uns gelingt, diese Puzzlesteine zusammenzufügen, dann bauen wir auch eine Basis auf. Was ich ein bisschen schwierig finde, da gebe ich dir recht, sind diese Förderprogramme. In dem Förderprogramm, und da merkt man, dass Politik in unserem Land nicht unbedingt von Politikern gemacht wird, sondern oft von Ministerien. Weil was macht ein Ministeriumsmitarbeiter, wenn die Politik was entscheidet, gibt es dazu eine Verordnung. Und wenn in der Verordnung nicht das drin steht, dann kann er das Geld nicht dafür ausgeben. Und dann sagt er mir ganz klar, die Politiker entscheiden zwar 30.000 Euro, aber du darfst nur dafür ausgeben, weil das steht in der Verordnung drin. Und da wünsche ich mir mehr Flexibilität in den Ministerien, in den Ebenen, die arbeiten. Da werden die Hürden aufgebaut. Also da bin ich mir ganz sicher, dass dort vieles abgekattet wird, was man machen könnte. Aber ein deutscher Beamter guckt zunächst ins Gesetz. Und entscheidet danach. Aber wir haben, glaube ich, die grundsätzliche, klar, kann ich auch hier nur bestätigen, aber wir haben jetzt hier tatsächlich, ohne dass ich was schön rede, ich glaube, diesen Zug erstmal auf das richtige Gleis gesetzt. Also wir sind jetzt, aber richtig, der Bund darf auch mal ein Bekenntnis abgeben. Vielleicht kann ich das, wenn wir nichts dagegen haben, kurz ergänzen, nicht nur nach diesem Besuch, sondern erst nachdem wir darüber gesprochen hatten und ich darauf aufmerksam wurde, kann ich ja Ihnen jetzt auch nur noch mal zusagen, dass ich mit Bezug auf den Besuch, aber auch das Gespräch, und da würde ich Sie bitten, mir aber vielleicht noch mal weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wenn es sozusagen jetzt eine neue Dekade oder ich weiß nicht, in wie vielen Jahren das immer wieder, wie sagten Sie, blaues Buch? Das blaues Buch, ne, genau. Wenn das dann wieder eröffnet wird für weitere Projekte, dass ich mich gerne dafür einsetze und dass ich damit auch nochmal unterstreichen will, dass ich durchaus die nationale Bedeutung des Hauses, aber insbesondere die Schaffenskraft von Käthe Kollwitz sehe. Zum anderen, ich glaube gerade jetzt auch nochmal zusätzlich durch Corona am mehrere Fraktionen im Deutschen Bundestag auch erkannt und auch, glaube ich, in Entscheidungen dokumentiert, dass wir sehr stark, auch wenn es dann um Steuerausfälle gegangen ist, versucht haben, also ich sage jetzt mal für die Gewerbesteuerausfälle durch andere Dinge, auch den Kommunen unter die Arme zu greifen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir weiterhin einen Schuldenschnitt brauchen. Das muss jetzt nicht für jede Gemeinde hier in diesem Land die vordringlichste Frage sein, aber ich kann nur behaupten, für uns in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, teilweise in Hessen, bedeutet Schuldenschnitt schon etwas, um überhaupt wieder, was Sie gefragt haben, überhaupt in der Lage zu sein, solche Schmuckstücke, die man unmittelbar vor Ort hat, auch zu entdecken und damit dann auch nochmal zu unterstützen. Und dafür wollen wir uns auch sehr stark weiterhin einsetzen. Dazu bedarf es dann aber auch eines starken Verständnisses, dass der Bund auch noch mehr Dinge wahrnehmen darf, ohne die Kulturhoheit der Länder in irgendeiner Form zu schmälern. Das ist nicht der Ansatz, wenn wir uns im sogenannten Berlin überlegen, mal Geld in die Hand zu nehmen, auch direkt mitbestimmen zu wollen. Also ich traue jedem hier über den Weg, das alleine zu können, dass ich da nicht in irgendeiner Form gute Ratschläge geben soll. Gibt es weitere Fragen aus der Runde?
Ja, ich, vielleicht kleinen Moment, vielleicht gibt es noch jemand anderen. Kann ich jetzt doch. Frau Schulze. Hm? Birgit Schulze, mein Name. Ich bin SPD-Mitglied seit einiger Zeit. Ich habe eine Frage zu den Produzenten der Kunst. Es war ja mal die Rede davon, dass das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt werden sollte. Wie sieht es damit aus? Hm. Ist das noch im Gespräch? Kann man damit rechnen? Hm. Für diejenigen, die nicht arbeiten können, das werden wohl immer mehr, also die Obdachlosenzahlen nehmen zu. Und diejenigen, die sich keine Rente erarbeiten können durch Kurzarbeit, die nehmen auch zu. Wie sieht das für die Zukunft aus? Also ich würde mal sagen, man kann mit viel rechnen, weil ja erstmal nicht klar ist, wer am 26. September offensichtlich vorne liegt. Vor ein paar Monaten schien das noch für einige schon ausgemachte Sache zu sein. Offensichtlich für einige Wählerinnen und Wähler doch nicht. Hoffentlich nicht. Und von daher kann ich nur ermutigen, zu gucken, dass das am 26. September dann doch etwas offener ist, als das, was uns immer wieder gesagt worden ist, wo wir aber immer der Überzeugung gewesen sind, am Ende kommt es drauf an und nicht, was uns andere möglicherweise berichten. Dennoch, beim bedingungslosen Grundeinkommen ist die SPD nicht der Erste, der das befürwortet, sondern wir glauben immer noch an den Wert der Arbeit, dass die Arbeit auch neben der finanziellen Frage, die Sie ja gerade gesagt haben, auch das Selbstwertgefühl unter anderem auch den Menschen widerspiegeln kann, auch derer, die erstmal auf dem sogenannten Arbeitsmarkt möglicherweise nicht gerne gesehen werden oder die doch gar keine Chance haben. Deswegen haben wir ja gesagt, es gibt auch ganz andere Fragen, wie die des zweiten Arbeitsmarktes, das staatlich gefördert wird. Ich komme gerade aus einem Projekt. Man erlebt ja manches, wenn man zu den Kolleginnen und Kollegen in die Wahlkreise darf. Dort sind in Ostwestfalen-Lippe fast 50 Gemeinden haben sich zusammengetan, um Menschen, die nie in den ersten Arbeitsmarkt kommen, Beschäftigungsmöglichkeiten zu geben. Bei der Renaturierung von Bachläufen, dort gibt es keine Überschwemmungen. Und das ist dadurch gelungen, dass wir eben auch staatliche Mittel bereithalten. Und wenn ich gesagt habe, einige der dort Beschäftigten hätten nie eine Chance gehabt, die sind jetzt auf dem ersten Arbeitsmarkt. Deswegen will ich sehr deutlich sagen, wenn ich mich hier an Käthe Kollwitz, aber auch an Sozialisten, gerade in der Weimarer Republik erinnere, an die Arbeitslosen von Mariental, die bekannten Studien, die damals im Gewerkschaftsumfeld gekommen sind, dass Arbeit als solche ja auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Und deswegen will ich schon sagen, dass wir auf diesen Weg gehen wollen. Und es ist ja gerade auch von Ihnen nochmal daran erinnert worden, dass viele oder Menschen, viele ist immer ein relativer Begriff, keine auskömmliche Rente und andere Dinge haben. Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir wenigstens es geschafft haben, in dieser Legislaturperiode die Grundrente als Rechtsanspruch für die Menschen zu dokumentieren, nicht als Gnade. Der Staat tritt nicht mehr in einem Gnadenverhältnis sozusagen auf, sondern insbesondere die Frauen, die zu wenig verdient haben, haben Anspruch dafür, dass sie darum nicht betteln, sondern dass sie das gewährt auch letztlich bekommen. Und diesen Weg wollen wir so weiter auch fortgehen, ohne auch für andere Fragen nicht ganz geschlossen zu sein, was ein großes Problem für uns, ich will auch sagen für mich gewesen ist. Der sogenannte Begriff des Solo-Selbstständigen hat ja Konjunktur in den Corona-Zeiten gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Menschen heute in diesem sogenannten Solo-Selbstständigen Bereich haben. Und ich kenne die beste Rückversicherung auch für solche Arbeitsverhältnisse, dass wir die Sozialversicherung noch stärker
solche Bereiche öffnen müssen. Insbesondere waren es Sozialdemokraten, da war dieses Land noch geteilt, was auf westdeutscher Seite, ich kenne die Geschichte der DDR dabei zu wenig, muss ich zugestehen. Wir haben zumindest eine Künstlersozialversicherung eingeführt, die durchaus auch jetzt in dieser Corona-Zeit dem einen oder anderen geholfen hat. Stefanie, wollte noch was dazu sagen? Ich würde gerne anschließen, genau, weil unser soziales Sicherungssystem ja eben durch Abgaben funktioniert, also dass man in die Kassen der Arbeitslosenversicherung, der Krankenversicherung und der Rentenversicherung einzahlt, und das ist eben so ein bisschen ein Problem am bedingungslosen Grundeinkommen. Ne, dass dann eben die Frage ist, naja, dann kriegen eben manche dieses Geld einfach ausgezahlt und sind aber nicht im Solidarsystem, und wie funktioniert dann alles andere? Und deshalb tun sich, glaube ich, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer auch ein bisschen schwer mit der Idee. Das ist ein wahnsinniges Ungleichgewicht, aber ich denke, es gibt immer die Schwachen, die nicht arbeiten können, die vielfach so dargestellt werden, als wollten sie nicht arbeiten. Das sind die psychisch Kranken. Und die müssen einfach meiner Meinung nach von der Gesellschaft getragen werden. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber jetzt darf ich auch vielleicht nur mal ganz kurz sagen, gestern war ich bei René Röspel und Ralf Kapczak, das ist im Ruhrgebiet, bei der Arbeiterwohlfahrt, einer der größten Träger für Arbeitsplätze von angeblich Menschen, die sich nicht im Arbeitsmarkt finden werden können. Und das stimmt auch selbstständig nicht. Aber indem die Arbeiterwohlfahrt als Träger sie an Maschinen setzt, die extra für sie gebaut wurden, um zum Beispiel Sortierleistungen zu machen, um zum Beispiel eine Schraube mit einer Mutter zu versehen, das ist auch etwas, und die profitieren natürlich von einer sozialen Unterstützung, aber die sind froh, wenn die morgens dorthin kommen. Und ich muss sagen, fast Tränen in den Augen, die auch gerade Mitarbeiter und Mitarbeiter dort gestern wieder hatten, dass einige gesagt hatten, in der Corona-Zeit konnten wir ja nicht in die Werkstätten für sogenannte behinderte Menschen kommen oder Menschen mit Behinderung. Und das ist schon ein großes Glück, dass wir trotzdem so gut wie möglich dann versuchen, ihnen auch den Selbstwert der Arbeit nahezubringen. Und das klappt auch in den meisten Fällen. Und in dem Sinne kann ein bedingungsloses Grundeinkommen genau für die Person, die du gerade angesprochen hast, ganz schnell auch zu einem Abstellgleis und so eine Stillhalteprämie werden. So im Sinne, wir überweisen dir jetzt Geld und kümmern uns nicht mehr, wie du eigentlich Zugang zur Gesellschaft hast, weil du kriegst ja dein Grundeinkommen. Und das kann, glaube ich, Teilhabe auch konterkarieren. Von daher ist es schon wichtig, wirklich Wege in die Gesellschaft auch zu machen durch passfähige Lösungen. Da, wo wir quasi Grundabsicherung ja haben, ist da bei den Menschen, die auf gar keinen Fall arbeiten können. Deswegen ist im Wahlprogramm eine Kindergrundsicherung festgelegt, weil die Kinder sind nicht kleine Arbeitslose, die irgendwie im Hartz-IV-System unterwegs sein sollen, sondern Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten, die für ihren Lebensunterhalt nicht selber aufkommen und aufkommen sollen. So, deswegen gibt es eine eigenständige Kindergrundsicherung. Und im Alter sollen die Menschen, wenn ihr Arbeitsleben hinter ihnen liegt, auch nicht mehr Bittsteller sein, sondern haben auch eine Absicherung verdient. Deswegen sind das die Bereiche, die vielleicht einer Grundsicherung am nächsten kommen, aber dazwischen sollten wir doch die Menschen dazu befähigen, teilzunehmen an der Gesellschaft. Wir gucken uns die Erfahrungen der anderen europäischen Länder auch gut an, wirklich. Eine Debatte um das Führen wieder von bedingungslosen Grundeinkommen wäre absolut spannend. Ich bitte dich aber um Nachsicht, dass wir es jetzt an der Stelle gleich nochmal öffnen für weitere Fragen. Gestatte mir eine kurze Bemerkung noch meinerseits dazu, weil ich auch ein bisschen deinen Blick auf die Not von Künstlern Das steckt in meinem Hinterstübchen. Ist ja klar. Also wofür wir auf Landesebene stehen, und das kann ich in dem Fall auch ohne jemand anderen weh zu tun eindeutig auf das SPD-Fraktionsticket setzen, ist der Kulturdialog, den wir reingeschrieben haben in den Koalitionsvertrag, den wir durchsetzen werden. Also der heißt Tarif oder tarifähnliche oder angemessene Bezahlung von Künstlern und Kultur schaffen, dass die nämlich, da denken wir noch nicht an Rente, da denken wir an Verdienstmöglichkeiten, nicht? Also was es da für prekäre Arbeitsverhältnisse gibt, das ist uns jetzt auch deutlich. Und da müssen wir ran, das wird ein ganz dickes Brett.
weiß auch nicht, ob man das allein auf Landesebene bohren kann, aber wir werden es in Sachsen zumindest angehen, um mit der Ministerin auch an den Tisch zu gehen und sagen, wir holen auch die Betroffenen mit dazu, die Kulturverbände und so weiter, und überlegen mal, wie ist das auf kommunaler Ebene, wie ist das in den Kulturräumen, wie ist das auf Landesebene. Wir haben ja einerseits diejenigen, die auf höchstem Niveau geklagt haben, als plötzlich in der Semperoper keine Aufführungen mehr stattfinden konnten oder das ein oder andere Dirigat ausfiel, ja, möchte ich jetzt gar nicht von den Summen sprechen, die da plötzlich ausfielen. Auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die in dem Kunstbereich da wirklich bis an die Grenze der Existenz gegangen sind. Also das muss angegangen werden, das Thema. Ja, und vor allen Dingen das System Hartz IV. Also ich habe einen Freund, der hat bei Bernhard Heisig studiert. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, der Künstler Bernhard Heisig. Und der ist Hartz-IV-Empfänger. Es ist ein problematischer Mensch, aber der hängt bestimmt eines Tages im Albertine. Und er nicht, seine Bilder von ihm. Und er konnte zum Beispiel, hat einen ersten Preis beim Palais-Sommer bekommen, den konnte er nicht annehmen. Weil, beziehungsweise dann hätte er wieder weniger Geld gekriegt von... Ja. Es gibt jetzt noch 3 Wortmeldungen. Wir haben jetzt noch 20 Minuten, dann muss Rolf Mützenich zu einem nächsten Termin. So ungefähr war es auch. Ja, in eine Schalte. Das Auto ist zurzeit mein Büro. Deswegen bitte ich jetzt mal darum, dass wir die 3 Wortmeldungen nacheinander jetzt nochmal dran nehmen und dann nochmal um Antwort bitten. Und ich glaube, dann haben wir ungefähr die Zeit erreicht. Vielleicht zuerst hier, du und dann der Herr und dann Sie nochmal. Ja, mein Name ist Gerd Christen, Fraktionsvorsitzender der SPD hier im Gemeinderat in Moritzburg. Ich möchte nochmal in den Klaas Krömpel ein Stück weit anschließen. Das Thema mit dieser für die Kommunen unsäglichen Förderpolitik wurde angesprochen. Ich habe an der Stelle angeknüpft, aber noch eine zweite Baustelle, die sowohl Land als auch Bund betreffen. Wir haben uns alle hier in Sachsen sehr gefreut, dass der Betreuungsschlüssel für die Kitas verbessert wurde. Und ich bin auch großer Freund davon, wenn Erzieher und Pädagogen streiken. Also, sage ich mal, Berufsgruppe gönne ich das und da ist mir jeder Euro recht. Das Problem am Ende ist nur, dass wir das, nachdem wir uns dieses Jahr ein halbes Jahr um den Haushalt geprügelt haben, ja, an einer ganz entscheidenden Stelle merken, dass es unser Haushalt. Weil irgendjemand muss das bezahlen. Und wenn man sich die Grafiken anschaut, also speziell jetzt für unsere Gemeinde, den Freistaat, sieht man das sehr deutlich, dass das zum einen die Kommunen bezahlen und zum anderen die Eltern. Und der Freistaat da nur sehr langsam hinterherzieht, also im Vergleich fast gar nie. Jetzt war neulich im ZDF oder ARD abends mal kurz dieser Politikvergleich, was will die SPD, war so kurz Statements im Bereich Familien- und Bildungspolitik, ne? Und da freut sich meine Frau unheimlich, dann zu hören, wenn es heißt, wir wollen zum einen die Elternzeit und das Elterngeld flexibilisieren und auch über einen längeren Zeitraum, wo ich sehr, sehr dafür bin, weil das vielen, vielen Eltern viel Druck nehmen würde, gerade die Kinder dann so zeitig wieder in die Kita zu schicken, das finde ich nicht richtig. Das andere Thema war die Ausstattung und die Bezahlung der Kita, also jetzt nicht nur das Personal, sondern auch die Ausstattung, längere Öffnungszeiten und so weiter. All das wünscht sich die SPD und da bin ich bei diesem Wunsch sofort dabei. Und trotzdem kommt bei mir die Frage, wer bezahlt das am Ende? Also einfach die Frage, wer bestellt und wer bezahlt? Dann kommen wir wieder an das zurück, wo wir vor uns angefangen haben. Wenn die Kommunen das alleine bezahlen sollen, dann wird irgendwann kein Geld mehr für sowas wie hier übrig sein. Und dann drehen wir uns im Kreis. Und das ist der Punkt, den die Bürger mitkriegen. Weil ich muss dem Bürger am Ende sagen, liebe Eltern, es sind dieses Jahr 30, 40, 50, teilweise noch mehr Euro pro Monat Erhöhung für Kita-Platz. Und da können wir schöne Wahlprogramme machen, wie wir wollen. Das ist das, was uns am Ende, sage ich mal, den Wähler wieder dafür. Ja, so sagen. Wollen wir erst nochmal die. Sie bitte. Ja, Peter Rittermann vom Ortsverband Bad Reul. Ich wollte noch eine Kleinigkeit zu dem bedingungslosen Grundeinkommen und Hartz IV sagen. Hier habe ich den Eindruck, der Inhalt ist klar, man sieht auch schon die Tragweite und es scheitert schlicht und einfach am Begriff. Das ist wie ausstrukturiert. Der Begriff, wieso bedingungslos, also ein Grundeinkommen, und das enthält das alles, was schon inhaltlich da ist und stets größer wird als Aufgabe. Also das bedingungslos passt dort nicht dazu und erschwert den ganzen Zusammenhang. Das ist danke, weil es eine Bedingung sein wird. Und Sie noch bitte. Ja,
habe eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht, und zwar 5 Kilometer nördlich von hier ist die digitale Welt zu Ende, mal ganz brutal gesprochen. Da beginnt die Gemeinde Ersbach und noch ein Stück weiter nördlich davon ist die Gemeinde Tienhof. Und Sie können sich da jede digitale Landkarte angucken, das sind die weißen Flecken schlechthin in Deutschland. Die haben mit der Telekom sich abdichten lassen an Baustellen. Wir kriegen jetzt auch schnelles Internet und dann verschwand die ganze Sache wieder. Und bei Nachfrage kam dann raus, 2025 wird man dort so weit sein, dass die also digital so sorgen können, wie sich das normalerweise heutzutage gehört. Mit unglaublichen 800K sind wir zurzeit dort unterwegs in der Kommune, wir müssen auch über 16 MB bezahlen, das sind die Verträge über Telekom. Es ist eigentlich ungeheuerlich und wenn man überlegt, bis 2025, wir haben ja jetzt mit der Corona-Zeit Homeoffice und ähnlichen Dingen Kinder zu Hause erleben müssen, was da los ist. Und Sie können sich vorstellen, unter solchen Bedingungen für die Kinder zu Hause Schularbeiten zu machen, einfach nicht mehr Möglichkeit ist. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass diese zwei Kommunen, die hier wirklich am härtesten betroffen sind, eigentlich deutschlandweit, dass die schneller an das schnelle Internet rankommen, als das, was jetzt geplant ist? Jetzt haben wir drei kleine Fragen. Ich würde fast sagen, jeder kann sich die schönste raussuchen jetzt. Susanne? Und ja, also ich gehe gerne auf die Kinder- und Familienpolitik ein. Das ist ja auch der Bereich, aus dem ich jetzt bisher komme. Wir haben in der Legislatur gerade den Bereich Kita mit dem Gute-Kita-Gesetz über den Namen, ne, ist egal, also 5 Milliarden waren alleine da drin, sozusagen in den Ländern die Betreuungssituation noch zu verbessern. Jetzt sind wir hier im Osten ja in einer anderen Situation, als es im Westen dabei ist. Da geht es in erster Linie um Ausbau. Bei uns ist eine viel, viel höhere Betreuungsquote, aber auch damit ein viel, viel größerer Personalbedarf und der Schlüssel ist der schlechteste von ganz Deutschland. Ja, das heißt, wir bräuchten eigentlich viel, viel mehr Erzieherinnen und Erzieher, die da vor Ort sind, um den Schlüssel herbeizukriegen. Und jede halbe Stunde, die weniger oder halbe angerechnetes Kind, sind sofort unglaubliche Personalzahlen, die man braucht. Und das muss, wie du schon sagst, jemand bezahlen. So, und die Leute müssen da sein. Das heißt, wir müssen in die Ausbildung ordentlich investieren. Die dürfen nicht nur das Geld mitbringen müssen. Das haben wir jetzt auch abgeschafft, dass die Ausbildungsgeld bezahlen müssen. Sondern so, und da, wo für die Ausbildung bezahlt wird, findet man komischerweise Menschen, die Ausbildung machen. Ja? Eine Überraschung. Ja? Also eigentlich müssen wir dahin kommen, tatsächlich die Ausbildung angemessen auch zu vergüten, damit Menschen die Ausbildung machen. Und dann ist der nächste Punkt, sozusagen komme ich wieder auf meine Kindergrundsicherung zu sprechen, dass die Kita eine Bildungseinrichtung ist und Bildung hat in Deutschland kostenfrei zu sein. Und bis zum Meister und gerne auch noch Qualifizierungen während des Berufslebens. Und dann wäre mein Ziel, für die Eltern sozusagen oder für die Familien auch diese Bildungseinrichtung kostenfrei zu machen, aber das darf natürlich dann nicht zulasten der einzelnen Kommunen gehen, weil das könnt ihr auf jeden Fall dann gar nicht mehr stemmen. So, von daher ist das, glaube ich, ein Teil des Gesamtkindergrundsicherungspaketes, die ganze Kinder- und Jugendhilfe, genauso wie Kita, auf so finanzielle Füße zu stellen, dass es A, keine armen Kinder mehr gibt, dass Kinderarmut abgeschafft wird und dass B, die Strukturen für jedes Kind verlässlich da sind. Und das ist eine bundesweite Verantwortung, die gemeinsam mit den Ländern gewuppt werden muss. Die Kindergrundsicherung ist, Pi mal Daumen, kostet alleine die 30 Milliarden. Also das sind, wir reden da schon durchaus von Summen, wenn wir die in vollumfänglich machen würden. Alles, was wir jetzt tun, sind Schritte auf dem Weg hin, damit dieser Umschwung überhaupt leistbar ist. Und ich hoffe, dass der mit großen Schritten vorangeht. Stefanie, möchte dazu noch was? Ja, dass die SPD ja auch ganz klar gemacht hat, dass sie dafür steht, dass der Staat, weil er zum Beispiel in die Kitas investiert und eben auch der Bund Geld gibt, damit es nicht nur die Kommunen finanzieren müssen, dass dafür auch die wirklich superreich sind, ne, besteuert werden müssen. Und dass die Millionen und Milliarden auf dem Konto haben, mehr Geld abgeben müssen als die anderen. Und also
wenn der Staat beschließt, in wichtige Bereiche wie zum Beispiel die Kita, dass die Chancengerechtigkeit für alle Kinder hier da ist, investieren möchte, dann muss er gucken, wo kriegt er mehr Geld her. Und deshalb müssen eben die Superreichen auch mehr Geld abgeben, damit solche Sachen finanzierbar sind. Herr Hänisch wollte nochmal eingehen auf die Frage nach den digitalen Löchern. Hier. Wir haben die Kabeltrommel da. Also wir sind ja im Landkreis Meißen seit einiger Zeit unterwegs, jetzt muss ich doch als Bürgermeister sprechen, mit der WAM, unserer eigenen Gesellschaft, die großen Förderanträge zu stellen, weil wir als Kommune, als kleine Kommune, wir haben es ja zusammen mit der Michaela Ritter versucht vor 7 Jahren, nicht in der Lage sind. Und derzeit, soweit mir bekannt ist, laufen die Endgespräche, die Ausschreibungen sind gelaufen, es laufen die letzten Gespräche und nach meiner Kenntnis soll bald in diesem Jahr oder wann auch immer, also ich hänge da nicht zu weit drin, sollen die Aufträge raus. Das heißt, dann kann der Bau losgehen. Ja, zu lang. Wir wollten alle die Marktwirtschaft und in der Marktwirtschaft gibt es im Moment kaum Kabel und es gibt auch kaum Kästen und es gibt auch kaum Baubetriebe, die das in die Erde bringen. Also selbst wenn wir die Aufträge auslösen, wissen wir noch nicht, wie schnell wir es machen können. Es gibt schlicht und einfach kaum jemand, der es macht. Ich baggere in Moritzburg seit 7 Jahren, um unsere Schulen anzuschließen. Weder das eine noch das andere große Telekommunikationsunternehmen sagt, das mache ich. Die machen das einfach nicht, weil sie keine Leute haben. Der Bund und der Land stellen die Mittel zur Verfügung. Ja, die Milliarden sind da, aber die Milliarden kann keine Kommune abrufen. Ich habe immer gesagt, wenn einer auf die Idee käme, die Stromversorgung zu kommunalisieren, da wird alles sagen, du bist verrückt, aber die Breitbandversorgung wird kommunalisiert. Du musst dich als Kommune darum kümmern, dass dein Ort mit Breitband versorgt wird. Völliger Blödsinn. Warum ist das nicht eine nationale Aufgabe und das Ding wird durchgepeitscht? Ist vorbei, Wettbewerb und. Aber wir sind jetzt dabei und sind kurz davor, dass die Aufträge rausgehen. Und Klaus, das dauert so lange. Okay. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit miteinander. Rolf, magst du noch auf die eine oder andere Frage eingehen und dann wir können ja dann noch beieinander bleiben. Nein. Erstens möchte ich mich ganz herzlich für das breite Interesse bedanken, für die Begleitung, für wirklich die Arbeit, die Sie hier vollführen. Zwischendrin habe ich mal gedacht, eigentlich darf man das ja nicht, aber trotzdem, wie Käthe darüber gedacht hätte, wenn jetzt in Ihrem Haus auch über die Verknüpfung von Digitalem, über die Frage der Betreuung, wie können die Kommunen entlastet werden. Ich glaube, sie hätte sich gefreut, oder? Mit Sicherheit, ja. Sie hätte mit Sicherheit gesagt, das ist eigentlich, was in so einem Haus stattfinden muss. Jede Zeit hat ihre Antworten und letztlich auch ihre Darstellung, aber auf der anderen Seite auch ihre überwölbenden Themen. Deswegen habe ich mich wohlgefühlt, auch bei diesen Gesprächen hier. Ich habe manches gelernt, dass es diese Löcher gibt, dass sie aber offensichtlich so schnell wie möglich gestopft werden. Auf der anderen Seite aber auch durchaus wichtige neue Initiativen. Wie kann man Menschen unterstützen, die möglicherweise nie in den ersten Arbeitsmarkt kommen, aus unterschiedlichen Gründen, ob sie jetzt gesundheitlich beeinträchtigt sind oder ob sie eine Arbeit gewählt haben, die sie vielleicht nicht so ernährt, wie man sich das wünscht, obwohl sie einen gesellschaftspolitischen Beitrag insgesamt leisten. Und da hören wir ja nicht auf. Und ich würde mal sagen, das ist ja, was Käthe Kollwitz ausgemacht hat, eben auch über diesen Tag hinaus zu denken. Und das dient ja auch dem Frieden. Dann letztlich, dass man guckt, dass Gesellschaften eben nicht verarmen, gerecht sind und am Ende auch gut mit den Nachbarn auskommen. Von daher kann ich nur noch mal wiederholen, wenn Sie das möchten, dass ich das eine oder andere noch mal tun soll im Hinblick auf das blaue Buch oder andere Dinge, nehmen Sie noch mal mit uns Kontakt auf. Ich kann Ihnen zumindest erstmal versichern, dass ich dem das unterstützen werde. Ob es erfolgreich ist, weiß ich nicht. Wenn ich noch ein bisschen Einfluss habe nach dem 26. September, würde ich den auch da geltend machen. Vielen Dank. Wir haben uns gerade verständigt, wir wollen noch 2 Geschenke loswerden. Ich habe überlegt, wie kann ich dem Rolf Mützel nicht Danke sagen, dass er hierher gekommen ist.
Und da ist mir dieser Helm untergekommen. Es ist nicht der einzige, den ich habe. Der hat eine kleine Geschichte. Ich hatte die große Freude, die letzten 3 Jahre meines Lebens Freund von Hubert Neudeck zu sein. Ich weiß nicht, warum der Hubert Neudeck mich immer an dich erinnert hat und du mich an ihn. Das hat auch etwas von der Äußerlichkeit her vielleicht auch. Ja. Hubert Neudeck hat mir den geschenkt und hat gesagt, das ist ein Grünhelm. Den hat er bei den Grünhelmen produzieren lassen, hat gesagt, ja, das ist ein Zeichen dafür, wir müssen Menschen retten. Und das hat der natürlich auf eine eindrucksvolle Weise gemacht. Ich habe 2 Asylbewerber hier in der Runde mit, die ich bei mir habe, die aus Pakistan sind, die kurz vor der Abschiebung stehen, weil man meint, man müsse Christen nach Pakistan abschieben. 2 Menschen, die als gläubige Christen, der eine evangelisch, der andere katholisch, aus Pakistan hierher geflohen sind. Der eine ist 13 Jahre hier in Deutschland, der andere 6. Verheiratet, beide einen festen Job, beide alleine eine Wohnung, der andere ist bei mir. Es geht nicht, dass wir Leute so, wir haben eine Asyldebatte gerade in Sachsen, die ist richtig hochgekocht, die werden wir jetzt nicht lösen können, aber ich wollte das als kleines, erstens als kleines Zeichen loswerden. So ein Helm, der sicher ist, der kann in Sachsen wirklich gut verwendet werden. Und ich dachte mir, was soll man ihm sonst schenken als etwas ein Buch? Das wird jetzt gleich noch Frau Meinzel machen, aber der Helm, der ist vielleicht genau das Richtige. Ja. Vielen Dank. Ja, und ich möchte anschließen an das blaue Buch und Ihnen erstmal ein anderes Buch überreichen. In Erinnerung an Ihren Besuch heute, das Buch von Käthe Kollwitz, Ich sah die Welt mit liebevollen Blicken, das sollten wir tun, auch wenn uns vieles nicht gefällt und jeden Tag deprimiert. Hier steckt ganz viel Lebensweisheit drin, eigentlich alles, was wir brauchen und zu uns selbst stehen können. Und Herr Jenisch hat eine kleine Widmung reingeschrieben. Und da werden Sie sich vielleicht an das blaue Buch dann erinnert fühlen. Ja. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und für Ihre Unterstützung. Ganz herzlichen Dank. Ne? Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich gebe mir ein bisschen Wehmut. Ich würde auch gerne länger bleiben, aber. Kommen Sie einfach wieder. Ja, ich komme wieder. Okay. Ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund. Ne? Alles Gute. Ne? Thank you.